Sprich mit Buck. Geil. So, sicherlich wieder. Hier sind auch hier so kleine Außenposten. So, dann würde ich mal sagen, nehmen wir den gleich ein. Huh. Hier schon mal so günstig stehen. Andere Position wäre mir aber lieber. Hier oben so wäre schön. Kommt man doch bestimmt irgendwie hoch. Genau. So. Hier. Bing, 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 bing. Mehr sind hier nicht. Kann ich gar nicht glauben. Was ist denn los? Oh, oh. Wo seid ihr? Ja, Heckenschütze. Und siehst du mich? Nee. Wo willst du denn hin? Alter. Mal die Füße still. So war das nicht geplant. Aua! Wir sind in einer halben Minute da. Aua! Blöden Heckenschützen, Scharfschützen-Dingens. Wir kommen aus dem Süden. Das ist mir doch egal. Na, sage mal an hier. Treffe ich den nicht? Aua! Alter! Hört auf zu spinnen hier! Na, ist der Baum zwischen. Gucken wir mal hier. Kriegen wir den jetzt auf die, aufs Dings? Kriegen wir. Eins. Macht die Hackfresse kalt? Muss ich erstmal gucken. Oh, hier ist eine dicke Party. Holla, die Waldfee. Ja, du auf zu schießen hier. So. Ja, laden wir es mal nach. Alter.
Da ist er. So, das waren sie immer noch nicht. Das ist natürlich sehr unfreundlich. Auch da ist ja auch noch jede Menge los. Dann komm mal raus da. Ja, dann kommt mal ran hier. Kann noch ein bisschen Nachschub gebrauchen, wa? Na, sag mal. Alter. Sind jetzt aber auch ein paar, wa? Mann, hier ist ja gut was los. Gib uns erstmal einen Schädel weg. So, du hast jetzt Geschütz. Dich habe ich nicht getroffen. Jetzt aber. Jetzt bist du dran. Ja. So. Immer noch nicht. Müssten sie doch jetzt aber gewesen sein. Oh ne, da. Ach, ein Dicker. So. Na endlich. Mann. Dürften ja keine Piraten mehr auf der Insel sein. Shadow im Shop. So, hier haben wir natürlich auch wieder eine Tötenaufgabe. Die machen wir natürlich gleich nebenbei. Wir haben den Außenposten. Aber es gibt immer noch Arbeit. Schießherausforderung ist mir ziemlich egal. Memory Card. So. Munition. Na bitte, kann man lieber wieder ein bisschen Geld ausgeben hier. So. Hier. Sturmgewehre. Nee. Scharfschützengewehre ist klar. Einzigartige Waffen. Was haben wir da noch neuert? Aha. Größere Magazin, Schalldämpfer und individueller Lackierung. Aha. Nö, die will ich nicht. Ich will eigentlich was ganz anderes. Nee, das will ich auch nicht. Ich will nämlich mal gucken, was man hier. Rotpunktvisier und Scharfschützen-Zielfernrohr. Genauigkeit. Reichweite. Beweglichkeit. Mhm.
Na gut, okay. Jetzt geht's los. Was geht denn jetzt los? Geht gar nicht los. Jetzt mach ich erstmal hier noch die Aufgabe. Zack. Töte den Piraten, der sich bei den einigen. Was? Der sich bei einigen alten Bunkern verschanzt. Natürlich mit einem Messer. So, wo ist er? 435 Meter? Da nehmen wir ein Gefährt. Das durfte ja fast in der Nähe von Buck sein. Jeweils die Richtung stimmt, glaube ich. Ah, Bunker haben wir schon mal hier. Sehe aber noch keiner. Hallo? Ich sehe so viel. Alter, geht's jetzt los hier oder was? Aha, das ist er. Alter, was macht denn ihr hier für Scheiße? Okay, rück das mal weg. Die schießen ja mit ganz grobem Gerät. Was ist mit euch hier? Könnt ihr mal anfassen hier? Ja, total super. Wenn er hier ein bisschen was. Hallo? Sind aber, Alter, mit was? So. Also der RPG-Typ, der muss sterben. Alter, was hat denn der für eine Reichweite, wenn ich mal fragen darf? Ich sehe den noch nicht, das ist das Problem an der Sache. Deshalb springe ich den jetzt hier einfach mal an. So. Alter! Naja, ihr könnt ja noch ein bisschen spielen hier, aber und die Umgebung abbrennen. Ich sehe den Typen nicht. Jetzt so. Da los. Gut, hier ist jedenfalls Buck auch gleich am Start. Hier schafft er mal ja. Denn? Was soll denn das? Wenn du wusstest, wo ich hin muss, warum Jason, hast du nichts gesagt? Jason, Jason, nun mach dir mal nicht gleich ins Hemd. Ich spiele dein Scheißspiel nicht. Ich bin nur Zuschauer hier. Aber ich erwarte eine gute Show. Geh mir aus dem Weg. Nö. Zuerst eine kleine Geschichtslektion. Klar? Kann ich anfangen? Dann hör mir gut zu. Also, betrachte diesmal als monumentale Verkörperung der Ironie. Die Scheiß-Japse, ja? Die hatten diese Spezialeinheit für, du weißt schon, die Suche nach Schätzen und Reichtümern. Aber die Wichser merkten nicht, dass sie genau über dem Scheißdreck bauten, den sie suchten. Na los, frag schon, wonach haben sie gesucht, Buck? Nein. Dafür sollte ich dich prügeln.
Ganz ehrlich. Aber weißt du was? Dann wird Keith geprügelt. Sie suchten die Chao Fucking Gang. Das Flaggschiff, das diesem berühmten chinesischen General gehörte, Zheng Yi. Aber das Scheißding, es ist einfach verschwunden. Mit allen Reichtümern an Bord und mit, jawohl, meinem scheiß Deutsch. Das war's. Pass auf dich auf, ja? Geschichtsstunde beendet.